zusammen. Heute ich zeige euch ein kleines Video gemacht hier von meiner Tochter, als ich in München bei der Messe war und da unten von unserer Geschäftsführerin da in Bayern bei unserer zweiten Filiale von Dana. Weil wenn ich unterwegs bin, muss jemand noch Filme machen. Und ja, ich weiß, es ist schon lange, aber spielt keine Rolle. Die Filme sind schon und möchte ich gerne euch zeigen. Auf jeden Fall, das war nicht der Grund, sondern der Grund sieht man in der Titel. Wir sind wieder bei der Messe, dieses Mal in Nürnberg. Ja, müssen wir und ihr auch dran gewöhnen, dass wir sind jeden Monat fast in einer Messe. Ja, dieses Jahr waren wir nicht in Stuttgart als Aussteller, nur als Besitzer, als Besucher. Aber ab nächstes Jahr sind wir in Stuttgart, so praktisch im Januar sind wir in Stuttgart, im Februar sind wir in München. Ab nächstes Jahr, ich glaube, sind wir, weil es gleichzeitig in München und auch hier in Essen, so die Leute da von München sollen in München gehen und wir gehen hier in Essen auf der Messe. Dann im März ist in Nürnberg. In April jetzt, ich weiß nicht nächstes Jahr, aber in April jetzt fahre ich in Belgien. 1. April auch könnt ihr uns in Belgien finden, in Camping Lido. Ja, das war ich mehreres Mal da und habe ich Filme gemacht, weil da alle 3-4 Monate, 5 Monate ist, lohnt sich eine kleine Hausmesse Wochenende zu machen, 2 Tage. Da sind viele Leute aus Belgien, die auch Interesse haben für Nachrüstung von Wohnmobile. Im Mai weiß ich nicht, Juni sind wir, ich glaube, bei diesem 4x4 Treff. Dann kommt Düsseldorf, so fast die ganze Jahr, in jedem Monat sind wir irgendwo. Viele sagen, ich habe keine Zeit für das von unserem Kollegen. Aber für uns versuchen wir Zeit zu nehmen, 4-5 Tage auf der Messe zu sein. Das ist gute Werbung für uns. Und ist ganz ehrlich, in Düsseldorf sind hier viele, aber in Stuttgart, München und Nürnberg sind keine andere Firmen, die so etwas zu den Leuten anbieten können auf der Messe. So, warum nicht? Dann ich gehe da und ich bitte Nachrüstung vom Wohnmobil zu so einer Messe. Ja, ja, so. Wir sind in Nürnberg auf der Messe als Aufsteller von 22. diesem Monat, so in 2 Wochen ungefähr. Komm bitte vorbei, einfach zu quatschen, wenn du kein Angebot brauchst. Aber für die, die Interesse haben und ein Angebot wollen von uns, wir machen wie immer 10% auf alle, egal was du bekommst, egal wie groß der Auftrag ist, 10% Messerabatt. Aber wie gesagt, und wie habe ich immer gesagt, und ich sage euch nochmal, nur für die Leute, die auf der Messe kommen, bitte nicht E-Mail schreiben oder am Telefon, das möchte ich auch haben, das gibt gar nichts. Das ist nur Messerabatt, bedeutet, du sollst auf der Messe sein und kannst du von uns diesen Messerabatt bekommen. So, jetzt ich blende noch die 2 kleines Filmchen. Wie gesagt, einmal ist von hier, von meiner Tochter gemacht, in Mönchengladbach, als ich hier auf der Messe in München war. Und der zweite ist von Bruchberg, unsere 2. Filiale in Bayern. Auch so gemacht, wenn ich nicht da bin. So Leute, dann ich sage euch erstmal Tschüss, wir sehen uns in mein nächstes Video und ja, nicht vergessen, auf die Messe zu kommen. Wer
Interesse hat. Bis nächstes Mal. Servus aus Julians GNS Rheinmobiltechnik in Bayern. Ich bin Silana und ich habe heute im Werkstatt ein Auto, wo wir schön viele Sachen eingebaut haben. Zuerst haben wir eine LTE-Antenne von Netgear. Da ist auch noch der Router, der mobile Router, die Sie eigentlich auch immer mitnehmen können. Dann haben Sie im Internet dabei. Dann haben wir die Klesana-Toilette. Die Klesana-Toilette haben wir mit einer zusätzlichen Holzplatte da unten eingebaut. Es war zu niedrig. Dann bekommt der Kunde noch zweimal 150 Liontron-Batterie. Da ist das Ganze eingebaut hier. Mit Kombi vom WCS, mit dem Ladebooster vom WCS und einem Ladegerät vom Victron. Natürlich für die Lithium-Batterie haben wir eine Vorbereitung für Solartasche. An die Schränke haben wir schon Lüfter eingebaut für Durchlüftung für Kombi. Dann da oben haben wir eine Truma-Klimaanlage, zwei Solarmodule und das wär's. So, morgen zusammen. Was heißt morgen? Wir haben gerade, glaube ich, schon nach. Wir haben gerade mal 11 Uhr, das geht noch. Ich mache jetzt Teil 2 von dem Video am Montag, was mein Vater bereits aufgenommen hat und hochgeladen hat. Von dem Dream Rambler, der Firma Fifth Wheel. Genau. Dieser riesen Wohnwagen. Und jetzt sind wir erstmal auf dem Dach. Gleich gehen wir einmal rein. Ich zeige euch, was wir noch alles montiert haben und was Florin was Florin gemacht hat, da kommt noch was getrennt ist. Und ja, genau. Also das ist auf dem Dach. Das war ja das Solarmodul, was schon vorhanden war. Da haben wir nur den Solarregler getauscht gegen einen Victron Smart Solar, sodass der Kunde auch mal in der App gucken kann, was die Solaranlage leistet. Das war ein Solarmodul. Dann haben wir zwei Solarkreise mit jeweils 4 Module. Die 4 Module haben wir dann paarweise in Reihe geschaltet und die Paare dann in Parallel, sodass auch die Voltanzahl hoch ist. Wir erreichen, glaube ich, zwischen 40 und 45 Volt. Und insgesamt sind das 8 mal 120 Watt. Genau, auf dem Dach haben wir noch hier vorne den Maxfan verbaut. Der ist im Badezimmer, zeige ich euch gleich von innen. Und da hinten hier die Oyster Connect, die LTE-Antenne, damit der Kunde Internet hat. Genau, das Slide ist gerade noch draußen. Gleich, wenn wir rausfahren, zieht der Kunde das ein und wir gehen jetzt einmal rein. Genau, während Florin mit dem Kunden alles ein bisschen bespricht, gehen wir hier einmal kurz rein. Das Fahrzeug an sich zeige ich nicht mehr, das hat mein Vater am Montag gemacht. Hier liegen alle Bedienungsanleitungen und alles drum und dran. Hier war ja Montag die Mikrowelle von, da hatte der Kunde von Samsung, die haben wir rausgenommen, haben stattdessen eine Spülmaschine verbaut, haben diese mit 230 Volt Strom versorgt, haben Abwasser verbaut, Wasserzulauf und genau. Hier haben wir nichts mehr. Den Soundsystem müssen wir gleich die Jungs zeigen. Die Soundbar ist hinzugekommen, das weiß ich auf jeden Fall. Genau. Und hier gehen wir einmal im Badezimmer. Dort haben wir die Klesana verbaut. Hier sieht man die Folienliner und die Absorber, die zur Klesana gehören. Und das ist ja die wasserlose Toilette, aber kennt wahrscheinlich jeder. Das Bedienpanel von der Klesana und oben der Maxfan mit LEDs. Kann man hier anmachen, dann hat man auch Licht. Und natürlich auch ein paar Verdunklungsrolle, die man ziehen kann. Genau, wir haben gerade die Klesana und den Maxfan gesehen. Den Soundsystem wollte ich euch noch zeigen. Hier ist der Subwoofer. Und hier ist eine Box und auf der anderen Seite kommt gleich die andere Box, wo der Aufkleber ist. Und im Fahrzeug haben wir eigentlich nur noch der Router von der Oyster Connect, die wir gleich einmal einstellen. Und hier
Display vom Servo und die Fernbedienung vom X-Fan. Die mobile ist. Flori macht sich lustig über mich, aber er kommt ja gleich dran. Genau, hier ist alles verbunden. Wechselrichter, die Bultron. Der Kunde hat eine 480er bekommen, die ist hier unter der Trittstufe. Die können wir jetzt leider nicht zeigen. Deshalb war auf jeden Fall Platz noch für eine zweite. Also wir hatten genug Platz dort. Wir stehen gerade in der Halle und durch das Licht kommen zwischendurch mal trotzdem 1 bis 3 Watt, wie man sieht. Genau, und Florin hat den Trennschalter, den ich euch gleich einmal kurz zeige, mit dem Servo verbunden, über 2 Relais, einmal ein Relais für den Trennschalter an sich, sodass man hier vom Servo alles ausschalten kann im Wohnmobil, und einmal ein Relais für die Klesana, wo man auch hier über den Servo die Klesana ausschalten kann. Wir gehen jetzt einmal kurz draußen. Hier liegt alles, was Florin aus dem Fahrzeug rausgenommen hat, noch auf dem Boden, weil er gerade fertig geworden ist. Und hier ist die ganze Elektrik. Ich hole ihn mir gleich, dass er einmal kurz alles erklärt. Ich wechsle mal zu dieser Ansicht, kurz auf dem Handy. Er hat hier die LEDs verbaut. Und natürlich wollte ich nicht nur die LEDs vorstellen, aber ich rufe ihn gleich einmal. Hier sieht man den Multiplus, 3000 Volt Ampere sind 2400 Watt, 120 Ampere Ladegerät. Der Kunde hat außer die 480er Bultron noch eine 75 Ampere Stunden Batterie, eine ganz normale, die er für die elektrischen Bremsen benutzt. Florin hat auch einen Anschluss vom Multiplus aus zu dieser Batterie gezogen, sodass, wenn der Kunde am Landstrom ist, seine 75 Amperestunden Batterie für die elektrischen Bremsen auch mit ein paar Ampere geladen wird. Genau, und jetzt haben wir hier, wie schon auf dem Dach erklärt, haben wir Solar in 2 Kreisen aufgeteilt mit jeweils 35 Ampere. Die sind dann mit dem Servo verbunden, und beim bestehenden Solarmodul haben wir den Solarregler auch gewechselt. Genau, Servo, den Display haben wir drin eben schon gesehen. Den Smart Charger, den brauchen wir, um die Batterie mit dem Servo zu verbinden. Oben links sieht man hier den Mikroprozessor, sodass der Kunde auch autark die Batterie laden kann, die 75 Amperestunden. Genau, und die ganzen Sicherungen. Hier ist der Trennschalter. Ich habe euch ja gerade erklärt, über die 2 Relais kann man über den Servo einmal die ganze Stromversorgung ausschalten, einmal auch für die Klesana. Und die ganzen Sicherungen hat Florin hier sehr schön beschriftet. Ich frage ihn einmal gleich kurz, ob er noch was dazu sagen möchte. Bis gleich.